Heute geht es um Verantwortung. Was muss für bessere Arbeits- und Menschenrechte in deutschen Unternehmen passieren? Und es wird modisch bei uns. Wir zeigen Ihnen, wo man am besten Fairtrade-Kleidung kaufen kann. Guten Abend und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem Magazin aus Hannover. Bernd Lange von der SPD sitzt als Abgeordneter im EU-Parlament und ist dort Vorsitzender des Handelsausschusses. Gemeinsam mit dem Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen hat er jetzt in Hannover mit einer Aktion auf die Unternehmensverantwortung aufmerksam gemacht. In globalen Lieferketten werden Arbeits- und Menschenrechte laut den Aktivisten nämlich längst nicht überall eingehalten, auch nicht von deutschen Unternehmen. An welchen Schrauben gilt es also zu drehen? Niklas Kuschkowitz hat nachgefragt. Große Bodenplakate am Kröpke in der hannoverschen Innenstadt. Der Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen macht damit auf den Schutz von Menschenrechten in globalen Lieferketten aufmerksam. Als Unterstützer vor Ort agiert der EU-Parlamentsabgeordnete Bernd Lange von der SPD. Viele, zum Beispiel Textilien, aber auch andere Produkte werden in anderen Ländern hergestellt. Wir wissen alle, in Bangladesch zum Beispiel unter ganz unwürdigen Arbeitsbedingungen, Sicherheitsbedingungen. Vor einigen Jahren ist eine Fabrik zusammengestürzt mit mehr als 1000 Toten. Und das wollen wir abstellen. Ich glaube, wenn wir hier Produkte kaufen, dann müssen wir sicher sein, dass die auch unter vernünftigen Bedingungen hergestellt sind. Zur Lösung der zum Teil prekären Zustände fordert Lange eigenständiges Handeln der Unternehmen. Die haben die Verantwortung, sicherzustellen, dass bei ihren Lieferanten, bei ihren Herstellern auch fundamentale Arbeitnehmerrechte, Arbeitsschutzbedingungen und Umweltstandards eingehalten werden. Aber Eigenständigkeit und Freiwilligkeit sollen ein Ende haben. Der Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen fordert von der Bundesregierung ein Gesetz. Mit dem Burgdorfer Bernd Lange hat der Verband einen einflussreichen Unterstützer auf europäischer Ebene. An welchen Stellschrauben kann der Vorsitzende des Handelsausschusses von Brüssel aus drehen? Ja. Wir machen genau diesen Weg auch, dass Unternehmen in die Pflicht genommen werden. Wir haben in den letzten Jahren eine Gesetzgebung gemacht für einige Mineralien, für Gold, für Wolfram, für Tantal. Also der Goldschmuck oder Tantal ist in jedem Smartphone, soll von der Mine, hauptsächlich kommt die Mineralien aus dem Kongo, bis hin zum Produkt verantwortungsvoll verarbeitet werden. Und das ist die Pflicht der Unternehmen. Und das ist ein großer Erfolg, was wir durchgesetzt haben. Und jetzt packen wir als nächstes die Textillieferkette an, sodass in Zukunft auch jede Jeans verantwortungsvoll produziert werden muss. Für Lange könnte der Weg hin zum konkreten Gesetz ein Kampf gegen Windmühlen werden. Zumindest zeigt die VEN-Geschäftsführerin Antje Edler sich wenig begeistert vom bisherigen Verhalten der EU. Im Moment ist es tatsächlich so, dass die EU in den Verhandlungen zu einem verbindlichen UN-Abkommen auf der Bremse steht. Und da setzt sich zum Glück das Europäische Parlament und insbesondere auch Herr Lange dafür ein, dass diese Blockadehaltung aufgebrochen wird. Bis Herbst touren die Bodenplakate im Rahmen der bundesweiten Kampagne Mensch, Macht, Handel, Fair noch durch 10 deutsche Städte. 6 Wochen der Erholung sind vorbei, morgen ist es wieder soweit, in Niedersachsen geht die Schule wieder los. Doch nicht nur Schüler und Lehrer müssen wieder arbeiten, auch für Politiker gibt es was zu tun. Das und mehr jetzt in den Nachrichten des Tages. Zum Start in das neue Schuljahr fordert zum Beispiel der Kinderschutzbund Niedersachsen Lehrmittelfreiheit. Die Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft GEW kritisiert die Einstellungszahlen von Lehrkräften. Sie sehen die Unterrichtsversorgung vor allem bei Grund-, Haupt- und Realschulen gefährdet. Viel zu tun also für Niedersachsens Kultusminister. Ferner wird es eine Veränderung beim Thema Quereinstieg geben. Für die kommenden Einstellungstermine wird es hinsichtlich der Stellen, die an Schulen des nicht-gymnasialen Sekundarbereichs 1 ausgeschrieben sind, und die nicht mit grundständig ausgebildeten Lehrkräften besetzt werden können, weitere Öffnungen für den Weg des direkten Quereinstiegs geben. Zukünftig ist dieser Weg nicht nur für Absolventinnen und Absolventen, die über einen universitären Masterabschluss verfügen, geöffnet, sondern, und das ist dann neu, auch für Masterabsolventinnen und Absolventen staatlich anerkannter Fachhochschulen, wenn sie ein Bedarfsfach studiert haben.
Für die Gymnasien in Niedersachsen sieht Tonne das Problem nicht so eklatant. Hier scheint der eingeschlagene Weg bereits Früchte zu tragen. Für die Unterrichtsversorgung an Gymnasien mache ich mir weniger Sorgen. Nicht keine, aber weniger im Vergleich zu den anderen Situationen, da wir in den letzten Jahren zusätzliche Gymnasiallehrkräfte gerade mit Blick auf 2020, 2021 eingestellt haben. Zudem sind die Kapazitäten an den Studienseminaren aufgestockt worden und diese Kapazitäten auch in Anspruch genommen worden, sodass wir nach jetzigem Stand sagen, dass wir ausreichend junge Gymnasiallehrkräfte hier in Niedersachsen haben werden. Insgesamt 1900 ausgeschriebene Lehrstellen sind jetzt zwar landesweit annähernd besetzt, nach Auffassung der GEW hätten jedoch deutlich mehr Lehrkräfte eingestellt werden müssen, um Unterrichtsausfällen spürbar entgegenwirken zu können. Die CDU-Landtagsfraktion fordert die Festschreibung von Waldbeihilfen für die Bekämpfung der Borkenkäfer und zur Schadenssanierung für die nächsten 4 Jahre im Haushalt. Die Union sieht die Situation in den niedersächsischen Wäldern immer dramatischer. Die Herausforderungen, vor denen unsere Waldbesitzer in wirtschaftlicher Hinsicht stehen, sind beispiellos und gleichzeitig erwartet unsere Gesellschaft von ihnen einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz. So der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Dirk Töpfer. Das neue Team der EC Hannover Indians formiert sich. Kurz vor Beginn der ersten Trainingseinheiten haben die Verantwortlichen mit 2 jungen Akteuren noch einmal im Kader nachgelegt. Auf der Torhüterposition stößt der Deutsch-Kanadier Christian Hafski zu den Indians. Von den Salzgitter Icefighters kommt der 21-jährige Stürmer Detlef Sinneke. Trainer Lenny Socio freut sich auf die beiden Neuzugänge. Und wie jeden Mittwoch kommen wir zum regionalen Sport. Bei mir heute mein Kollege Niklas Kuschkowitz. Hallo Niklas, schön, dass du da bist. Hallo Felix. Wir fangen an mit der Fußball-Oberliga. Schon am Freitag um 18.30 Uhr empfängt Arminia Hannover den VfV 06 Hildesheim. Haben die Hannoveraner eine Chance? Naja, es ist ja noch früh in der Saison. Also es wurden erst 2 Spiele gespielt. Es ist jetzt der 3. Spieltag. Aber man kann schon von einem Traumstart für Arminia sprechen. Also die haben ihre beiden ersten Spiele gewonnen, aber genauso Hildesheim halt auch. Die beiden trennen nur ein Tor Unterschied. Die führen die Liga an im Moment. Und was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass wenn Onur Çapin bei Arminia Hannover spielen kann, dann wird es das Duell der Torjäger. Weil Benedikt Plaschke bei Hildesheim, der ist 30 und der trifft, glaube ich, aus jedem Winkel. Aber Onur Çapin halt auch. Und es ist wirklich so, dass es das Duell der Torjäger wird, wenn beide spielen können. Dann sind wir sehr gespannt, wie das ausgeht. Wir kommen zum Galopprennen am Sonntag um 13 Uhr auf der Pferderennbahn Neue Bult in Langenhagen. Was erwartet die Besucher dort? Genau, die Sommerpause ist zu Ende und es ist der Ascot-Renntag. Das ist traditionell der Tag, wo richtig Glamour auf der Neuen Bult ist, weil viele Stars kommen. Dieses Jahr ist der große Stargast Vicky Leandros. Die kennt man noch, weil sie gut gesungen hat und immer noch singt. Die macht den Lady Elegance-Wettbewerb. Da wird die schönste Frau des Tages gekürt. Frauen mit Hut kommen umsonst rein. Es gibt ein buntes Rahmenprogramm, darunter auch ein Kinderhut-Wettbewerb. Das heißt, Kinder basteln Hüte und stellen die dann zur Schau. Natürlich wird auch geritten. Es gibt den großen mit 52.000 Euro dotierten großen Preis. Da geht es um 1.700 Meter ausschließlich für 3-jährige Pferde. Und dann gibt es noch das internationale Listenrennen, das mit 25.000 Euro dotiert ist, über 2.200 Meter. Genau, das sind die sportlichen Höhepunkte. Aber man kann viele Promis erwarten und es lohnt sich hinzufahren. Alles klar. Wer am Freitagabend noch nichts vorhat, für den ist vielleicht die Velo City Night was. Von 20 bis 22 Uhr. Los geht's am Goserideplatz. Was erwartet die Leute dort? Ja, Hannover ist eine Fahrradstadt. Das sehen wir ja auch, wenn wir uns draußen bewegen. So überall sind Fahrräder. Jetzt die Velo City Night am Freitag geht einmal ums Zentrum Hannovers. Also es geht durch die Nordstadt, Oststadt und die Kahlenberger Neustadt. Das Rahmenprogramm beginnt bereits um 18 Uhr und dann wird einmal quer durch die schöne Stadt Hannover gefahren. Am ganzen Sonntag von 10 bis 17 Uhr heißt es wieder Cup der Region Hannover. Den gibt es ja schon ein bisschen länger. Das Ganze findet in Basinghausen statt, im August-Wenzel-Stadion. Wie sieht es da aus? Du sprichst es schon an, den Cup gibt es bereits seit dem 8. August 1993. Damals waren noch alle Vereine der NFV-Kreise Hannover Stadt und Hannover Land vertreten, auch Hannover 96. Dann gab es 2007 eine Reform, da wurden dann nur noch die 24 besten Teams der beiden Kreise eingeladen. Und Hannover 96 ist durch die A-Junioren-Bundesliga dann ausgeschieden, weil man gesagt hat,
die haben schon genug zu tun. Da lassen wir mal die anderen im Glanzlicht stehen. Genau. Also ein spannendes Regionalturnier. Und zum Schluss gucken wir nochmal auf die Fußball-Regionalliga, auch am Freitag um 19 Uhr in Havelse. Der TSV Havelse gegen den BSV Reden. Wer hat da die besseren Chancen? Ja, ich habe ja am Anfang schon in der Oberliga das Duell der Torjäger angekündigt. Hier ist es ähnlich. Also Yannick Jeschke bei Havelse, der ist richtig in Torlaune. Der hat beim letzten Spiel gegen Jeddelo beim 4-2 einfach mal einen Dreierpack geschnürt. Ist gut in die Saison gestartet. Der hat in der Jugend bei Werder Bremen gespielt. Aber auf der anderen Seite, beim BSV Reden, da sitzt einer auf der Bank zumeist und wird dann irgendwann gebracht. Den würde ich jetzt mal den Claudio Pizarro der Regionalliga nennen. Adi Wakumenga nämlich, der ist 35, hat 12 Bundesligaspiele für Hansa Rostock gemacht vor, ja, jetzt auch schon 11, 12 Jahren. Aber der ist immer noch eine Waffe auf der Bank und bringt der Mannschaft Sicherheit. Die beiden Mannschaften sind, also Havelse ist 14. gerade, Reden 13. Es ist der 5. Spieltag, also noch, ja, wie gesagt, alles offen, aber die beiden Mannschaften wollen sich zumindest im Mittelfeld etablieren und unten aus den Abstiegsrängen rauskommen. Also zwei sehr spannende Spiele am Freitagabend. Niklas Kutschkowitz mit dem regionalen Sport. Vielen Dank, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Wir kommen zu unserem nächsten Beitrag. Bei der Shoppingtour mit den Freunden landet eine Hose hier, ein T-Shirt da und die trendige Jacke dort, aber nur, weil sie im Angebot war, ganz schnell im Einkaufswagen. In den Kleiderschränken der Deutschen hängen heute 4-mal so viele Kleidungsstücke wie noch vor 30 Jahren. Und bei allem Spaß am Kaufen denkt kaum jemand daran, unter welchen Bedingungen unsere Kleidung oft in der dritten Welt hergestellt wird. Jana Remmers hat Alternativen zu Primark und Co. und zu teuren Fairtrade-Läden gefunden. Bitte schön. Billig muss es sein, dazu am besten noch im aktuellen Trend. Kleider machen ja schließlich Leute. In Deutschland kauft jeder im Durchschnitt 14 Kilogramm Kleidung im Jahr. Frank Herrmann ist Sachbuchautor und versucht immer wieder auch auf die Schattenseiten des Modekonsums aufmerksam zu machen. In der Regel kommen diese Produkte aus Südostasien, China, Bangladesch, Vietnam, Kambodscha. Und dort werden nur sehr, sehr niedrige Löhne bezahlt. Diese Löhne reichen vor Ort eben nicht zum Leben. Das heißt, die Näherinnen oder Näher sind gezwungen, sehr, sehr lange, sehr, sehr viel zu arbeiten, damit sie überhaupt genug Geld verdienen, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Gerade über die Runden kommen heißt hier ein Leben in spärlichsten Behausungen und mit miserablen Arbeitsbedingungen. Die Näherinnen bekommen einen Stundenlohn von 32 Cent. Große Gewinner sind die Bekleidungsfirmen. Das funktioniert, weil wir kaufen. Also wir haben Socke, ja, Haargummi, Kamm. Ja genau, das eine ist einfach so eine Stoffhose gewesen und das andere eine Jeans. Also es ist nichts Besonderes. Weißt du denn, wie die hergestellt werden, die Sachen? Ja, teilweise. Man hört immer so überall so ein bisschen, ehrlich zu sein. Also heutzutage weiß man nicht, wo soll man einkaufen, wo sind die Bedingungen besser, außer man weiß es wirklich, es ist lokal und kommt irgendwo her. Aber heutzutage, ich weiß es nicht, hat es bei mir irgendwann aufgehört, darüber nachzudenken, wenn ich ganz ehrlich bin. Wissen Sie denn, wie die Sachen da hergestellt werden? Nein. Und gerade so als Student ist es immer so ein bisschen so, wenn man denn mal shoppen gehen will, dann ist man halt oft so, dass man irgendwas Günstigeres einfach nimmt, was halt gerade im Trend ist und was vielleicht in der nächsten Saison nicht mehr im Trend ist. Euer Gewissen ist da. Ja. Ist eigentlich egal. Mode schlägt Moral. Wer nicht zu viel Geld für fair gehandelte Produkte ausgeben will, kann aber trotzdem nachhaltig einkaufen und die Konzerne damit weniger unterstützen. Wenn man dort nicht kauft und seine Mode woanders herbekommt, könnte man auch auf Secondhand-Klamotten zurückgreifen. Die ist heute in sehr großer Vielfalt, weil die Deutschen sehr, sehr viel Klamotten aussortieren. Man kann Kleidertauschpartys organisieren. Und ganz, ganz entscheidend ist, weniger zu kaufen und dafür etwas qualitativ höherwertige Mode, die dann aber auch länger hält. Eine Alternative zu Secondhand-Geschäften ist zum Beispiel das Internetportal Kleiderkreisel. Hier kann jeder seine nicht mehr getragene Kleidung online verkaufen, andere Kleidung kaufen oder mit einem der anderen 54 Millionen Mitglieder weltweit tauschen. Kleidertauschpartys werden in Hannover zum Beispiel regelmäßig im Kulturzentrum Pavillon angeboten. Einkaufen mit gutem Gewissen geht also auch mit kleinem Geldbeutel.
Und wir kommen zum Ende der Sendung. Vorher geht es aber noch ganz kurz ums Mondscheinrudern 2.0. Das startet morgen Abend um 19 Uhr am Deutschen Ruderclub an der Rösebeckstraße. Und von dort geht es dann zur Limmer Schleuse, um Sonnenuntergang und Sundowner zu genießen. Der Abend klingt beim DRC Strandleben noch bis 22 Uhr mit kühlen Getränken und Gegrilltem aus. Und falls Sie selbst mitrudern wollen, gibt es unter drc1884.de alle wichtigen Informationen zur Anmeldung. Und das war es auch schon wieder mit 0511. Schalten Sie auch morgen wieder ein, dann mit meiner Kollegin Renate Scheiblich. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.